Alter, what the? Kevin, ich rette dich! Was? Ich werde hier rumrennen. Oh. 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 Hallo, na? Hallöchen. Alles gut bei dir? Alles fit soweit. Ich bin noch ungefähr so 15 Minuten am Start. Dann mach ich mal kurz Essenspause, dann geht's direkt weiter. Alles gut, alles gut, alles gut. Kevin, was geht, mein Guter? Wie geht es dir? Na gut, und selbst? Ja, auch. Gerade schon mit Spark gesprochen. Du wirst wahrscheinlich gleich direkt auf Elytra-Jagd machen, ne? Ich werde ganz viele holen, ja. Ganz viele. Für die ganze Gang, sagst du. Außer für mich natürlich. Genau. Die Frage ist, was habe ich denn davon, dass ich immer alle Sachen für alle besorge? Also auch für die anderen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, Spark, was machen wir, Alter? Wir haben ein kleines Problem. Merkst du das? Die Aktivität der Leute schwindet schon gefühlt. Aktivität der Leute schwindet. Online sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja, aber jetzt heute Abend bei so einem Major-Event, der Enderdrache Spark. Der stärkste Gegner in ganz Minecraft, neben dem Wither. Spark, läuft deine Eisenfarm eigentlich? Ja, da sollte was drin sein. Darf ich mich da mal dran bedienen? Ja, ja. Ich brauche ein bisschen was Eisen für Zäune. So 3,5 Stacks oder so drin gerade. Ich bin eh vorbeigekommen. Wenn ich die haben darf, wäre das in Ordnung, oder brauchst du die gerade? Ich hab die noch mal repariert. Die letzten Tage lief sie tatsächlich echt nicht gut, weil die Villager irgendwie draußen gespawnt sind, aber dem letzten Fix sollte es jetzt geklappt haben. Also. Ja, es sind 4 Stacks fast gewesen. Das ist stark. Alter, danke für den Host. Bist der Beste. Lol, wer war das hier? Wen habe ich nochmal gehostet? Rotpilz, du geile Sau. Danke, Mann. Oha, Ehre, Digga. Warum gehst du eigentlich nicht mit ins End, Rivi? Hast du keinen Bock oder was? Doch, ich gehe mit ins End. Ich werde mir das aber. Ich hab überlegt, Kevin, guck mal, ich hab eigentlich vor, lass mal den Enderdrachen irgendwie cool töten. Lass mal eine TNT-Kanone oder sowas bauen. Versuchen, während die anderen den normal töten. Das können wir vergessen. Meinst du, der ist so schnell tot? Ja, ich glaube, dass Veni und Basti werden die Bettentaktik machen. Dann ist er sowieso innerhalb von Sekunden down. Spark, was hältst du eigentlich von der Idee, dass wir ganz schnell im End eine Ender-Man-Farm bauen? Ja, stimmt. Wir müssen mal ein bisschen hier das Kartellamt darauf aufmerksam machen. Da hat Kevin schon recht. Also, Revi, du hast auch keinen Bock auf Endtour, sondern du willst da am besten bei der Farm helfen. Also, ich bin ehrlich, ich brauche das nicht. Ich hab das jetzt jedes Jahr mal gemacht, so. Und Kevin ist da eh so schnell drin, ne? Der bewegt sich da mit Enderperlen darum. Simple Farm vielleicht direkt anfangen. Ja. Ich glaube, Rumatra wäre auch down zu helfen. Wir können das direkt gerne machen. Ey, Leute, ich habe jetzt schon wieder kein Quarz. Ich dachte, ich hätte Quarz für mein Leben, bis an mein Lebensende. Aber guck mal, wie viel geile Quellen hier sind. Oh, die Gier hat mich mal wieder zum... Oh, nicht runterfallen. Komm her, Baby. Oh, geil. Und wir schreien so Leute. Oh, hallo. Da. Habt ihr es gehört, Chat? Das sind diese Sounds, die uns nachts nicht schlafen lassen. Da war schon wieder. Wir müssen hier raus, Chat. Wir müssen ganz schnell hier raus. Hier spukt's. Da ist der Schatz, nach dem wir suchen. Gib her das geile Zeug. Wir kehren zurück, Chat. Wir kehren zurück in die Oberwelt. Wir entkommen der Hölle nur knapp. Einige Narben sind geblieben. Doch war es das wert? Das alles für diesen Schatz, den wir Quarz nennen? Absolut, Bro. Zurück an der Oberwelt. Willkommen. Ich finde, Revi baut so hübsch, wie er aussieht. Rumatra, und deine Stimme klingt so geil, wie du riechst. Ich brauche ganz dringend Hilfe, ganz schnell. Okay, ich komme, bitte. Kevin, wo bist du? Du musst in den Wasserfall, in den Wasserfall. Wo ist denn hier ein Wasserfall? Hier ist nur ein Brunnen. Ja, aber im Basalt ist ein Wasserfall. Hier ist überall Wasser. Nein, da der Wasserfall. Ich habe da so einen Wasserfall. Ich bin drin. Und da musst du runter, schnell, helf mir. Es geht nicht. Hilfe. Ein Geheimnis. Hilfe, hier unten, Revi, zurück, helf mir. Alter, what the? Kevin, ich rette dich. Was? Ja! 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 Sterbt alle, lasst Kevin in Ruhe! Nee! Kevin, ich hab sie alle. Alles für Kevin, mein Freund, Kevin. Kann man den Enderdrachen in ein Boot setzen? Das will ich versuchen. Enderdrachen, jetzt stirbst du heute. Sag, was trägst du unterm... Ja, cool. Cool. Warte mal, Revi, du bist auch hier. Revi, du bist auch hier. Karl, Alter, deine Stimme ohne Legs. Let's go. Wie geil. Sag mir, Baby. Deine Stimme. Das ist das erste Mal einfach. Was für ein Podchamp-Moment. Also, solange keine AFK am Klo ist oder sonst was, dann können wir langsam mal loslaufen. Ja, warte, Spark. Nochmal, ich komm. Lass doch jetzt mal Spark und Danny reden, bitte. Runter da. Wo ist Spark? Ich sehe hier das. Es wäre so geil, wenn Spark uns einfach umbringt. Und dann, wie das aussieht. Das ist ein Weg, das so ist, wie ja, aber. Hey, was sind viele Leute? Oh mein Gott. Ah, das ist voll süß, wir alle hier rumrennen. Boah, Junge, Zero Abstand, Alter. Bug, Alter. So ein Mann schon rumrennt. Wie das aussieht, Leute. Hast du das total nicht gefunden? Viele Leute. Also, ich hau dir gleich rein. Spargrill und sonst keiner. Richtig. Wie lange ist die Zeit heute Abend? Wir werden das End eröffnen. Die Sache ist die, in früheren Staffeln haben wir das sehr, sehr spät gemacht und viele
Spielern das immer als Ende des Projektes gesehen. Es geht eigentlich nur darum, dass es jetzt richtig losgeht, damit jeder Schalker Boxen hat und Light Rush zum Fliegen und vieles mehr. Macht euch da keinen Stress, wir sind immer noch jetzt in der ersten Projektwoche sozusagen. Ja, also morgen viel vor uns und hakt das von euch gedanklich ab. Hier geht es nämlich jetzt erst richtig los, weil das sind so essentielle Sachen, die braucht man immer zum Rumfliegen, andere zu besuchen und der Server fängt jetzt an, jetzt richtig aufzuleben. Jetzt geht's los, Leute, wenn ihr Bock auf mehr Minecraft habt, Daumen hoch! Und der heißt nicht immer auch wirklich Projektende. So. Wir bekommen einen Schalker-Shell, oder? Ein Auge fehlt! Was ist ein Debuff? Ich gehe da auch nicht rein. Basti und Co. machen das schon. Speedrun, Speedrun. Komm, Stegi, wir machen das Ding hier kaputt, Stegi. Komm. Digga, dieser arme Drache, Digga, der kann doch gar nichts machen. Das ist das Langweiligste, was ich jemals in Minecraft gesehen habe. Das Ei ist halt schon weg, ne? Das Ei ist halt instant weg. So, Leute, irgendwer hat geschrien, wer baut da? Romatra hat geschrien mit der Enderperlenfarm, hat aber keiner gemacht. Die haben sich einfach nur weggebaut. Oh, Gott sei Dank. Also ich weiß halt nicht, ob das so sinnig ist, hier Leute jetzt noch mitzufarmen, oder? Meinst du nach Elytra? Ja, ja. Weil die werden halt eh jetzt erstmal alle abgegrast werden, weißt du? To be honest, ich hole mir jetzt erstmal einfach mehrere Enderperlen. Und für die Elytra muss ich sagen, ist eher Manjitime doch da. Mann, wo geht's hier wieder raus, Leute? Bin doch hier irgendwo reingekommen. Wo geht's denn hier raus? Das war stark. Ja, Chat, also ganz ehrlich, ich grind jetzt erstmal, glaube ich, tatsächlich... ich grind jetzt tatsächlich erstmal hier Dings mein Haus weiter. Weil, also es macht jetzt auch einfach keinen Sinn, jetzt da gerade zu farmen, Leute. Das müsst ihr einsehen. Es ist gerade so voll. Und da wir eh was mitgebracht bekommen, auch mal hier an die Leute, die das Video gerade schauen. Schreibt mal gerne in den Chat und schreibt mal in die Kommentare, seit wann ihr den Content von mir schaut. Ein Jahr mit einem Monat am besten. Oder einfach nur ein Jahr. Das wäre ganz geil. Finde ich immer sehr interessant, Mann. Putting in hours of grind for Squads. Digga. Ja, was denn? Baby. Digga, es ist so crazy, wie viel man farmen muss für Quarz. Das ist so verrückt. Ich hätte mir echt ein anderes Material nehmen sollen, Chat. Aber es gibt leider keine White Concrete Slabs und sowas, ne? Naja, leider nicht. Na gut, dann ist es unabdingbar. Ich muss nur sagen, den Weg zum Enderportal, zum Ender-Nether-Portal hin, ne? Der war schon sehr gewagt, wenn ich das so sagen darf. Mit so vielen Leuten über so eine Einerbrücke über die Lava zu laufen. Ja, sah doch übelst geil aus. Die sind alle richtig schön nacheinander drüber gelaufen. Ich habe kurz überlegt, den Block da abzubauen, muss ich sagen. Aber ich hab's nicht gemacht. Ich hätte einfach eine Falle bauen müssen. Jeder, der dann durchs Nether-Portal läuft, auf der anderen Seite plumpst in den Lavasee rein oder so. Was hältst du eigentlich von Kev, der da oben bei dir in der Nähe, also das ist in der Nähe, also boah, oben Digga, im also Straight am Berg. Das sieht so scheiße aus mal wieder, ne? Ich weiß nicht, was das soll. Wir checken jetzt nochmal ganz kurz das Haus aus, Leute. Wir bauen uns mal ganz nach oben und schauen mal, wie sieht dieses Haus eigentlich aus, Leute. Ah, oh, Digga, Maschallah, oder? Also ganz ehrlich, Maschallah, dieser Palast. Oh! Nee, kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Das wird jetzt oben noch eins höher. Sehr, 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 sehr geil. Bin sehr happy mit dem Haus.